25 Jahre Starlines. Die Maskenpflicht in Deutschland, die verschwindet irgendwie nicht. Irgendwie will man sich da jetzt einigen, aber rein theoretisch läuft sie irgendwie bis September. Und dann haben wir als drittes Thema, was wir uns heute vorstellen können, wollen, ein Rennen zwischen Fluggesellschaften zur Nachhaltigkeit. Kollege Hoffmeister. Kollege Korsten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Am heiligen heutigen 14. Jetzt muss ich mir Mai, ich weiß gar nicht, ich war heute fast schon April sagen. Also auf jeden Fall 14. Mai. Nein. Ja, geil, oder? 14. Mai, 25 Jahre Starlines, bleibt es euch nicht erspart zu kommentieren. Vor allem aber auch ein Like dazulassen und uns zu abonnieren und die Glocke anzumachen. Haben wir denn beim Kommentieren die Finger runtergemacht, Herr Hofmeister? Ich habe gar nicht geguckt. Ja, haben wir. Okay. Oh, haben wir. Ja, du hast das ja instinktiv, also du kannst ja gar nicht anders. Wenn du sagst kommentieren, dann gehen automatisch die Finger nach unten. So. Wobei ich mich manchmal selber auch ertappe, also insofern nicht so schlimm. Ja, also in der heutigen Folge gehen wir direkt drauf los. Starlines 25 Jahre. Was ist in den 25 Jahren passiert? Es sind 26 Fluggesellschaften mit einer Flottengröße von 5033 Flugzeugen. Das Hauptgeschehen ist in Frankfurt, also der Hauptsitz ist Frankfurt am Main. Jeffrey Goh ist der CEO, der Chief Executive Officer, oder in Deutsch würde man, glaube ich, Geschäftsführer sagen. Und der Kollege ist da seit 2017. Ich weiß gar nicht, warum ich den gar nicht so wahrgenommen habe. Den Vorgänger habe ich mehr wahrgenommen. Des Weiteren ist die Starlines, hat wie gesagt 1997 gegründet worden. 1999 ist es die Oneworld gewesen. SkyTeam in 2000. Daran sieht man, warum die Oneworld nicht so groß ist wie die Starlines. Und die SkyTeam halt nicht so groß ist wie die Oneworld und so weiter. Also, ich weiß gar nicht, wie man rechnet. Also nach einer Rechenart ist, glaube ich, einer dann sogar wieder, also immer sehr merkwürdig. Nichtsdestotrotz muss man einfach gucken, Starlines ist halt aber die größte, was die da anderen machen. Ja, sage ich mir auch so einfach. Dann gibt es eigene Lounges, da ist die Oneworld ja irgendwie nicht aus dem Knick gekommen. In Los Angeles, Buenos Aires, Paris, Rom, Rio de Janeiro und Amsterdam. London gab es doch auch eine, gibt es die nicht mehr? Die habe ich jetzt gar nicht auf Kette. Und die andere, die leider geschlossen hat, das war Sao Paulo, die ist leider weg. Aber wer die alten Möbel sehen möchte und alles, der kann eigentlich in die Lounge jetzt gehen, der hat die ganzen Sachen so, wie sie damals waren. Dann, wenn wir uns das Ganze nochmal durchgucken, was passiert ist, Gründungsmitglieder. Und ich habe das Ganze, ich habe da immer noch keinen besseren Namen für gefunden, diese Diamantensteine. Weißt du, was ich meine, Mario? Du sagst Diamanten? Ja, ist aber ein Diamant. Ist ein Diamant. Ja, ist ein Diamant. Ja, da sind ja fünf Gründungsmitglieder. Hast du die auf Kette? Natürlich. Die Lufthansa natürlich ganz vorne weg. Dann die beiden vom amerikanischen Kontinent, United und Air Canada. Unsere Freunde aus Skandinavien, die SAS, ein dringender Übernahmekandidat und die Thai. Ja, also insofern, die sind ja alle noch mit dabei, außer der Varig, die danach gekommen ist. Zum Beispiel ist einer, der verlustig gegangen ist. Wer auch weggehen wird, ist ja die Asiana. Da muss man auch drauf achten. Und jetzt wollen wir uns das mal ganz angucken. Ach ja, Spanair gab es auch noch in der Starlines. Die habe ich ganz vergessen. Spanair, kennst du ihn noch? Ja, bin ich auch einmal mitgeflogen. Ich glaube, einen Monat bevor dann genau diese Maschine, also nicht die selbe, sondern derselbe Typ, abgestürzt ist und dann die Spantax Geschichte war. War es nicht eine 717? Okay. Das auf keinen Fall. Ja, aber die US Airways gehört auch mal dazu. Ne? Die sind ja dann aufgegangen in die American. Nee, Continental. Ah,
US Airways, Entschuldigung. Ja, American. US Airways. Du weißt Continental ja. Ist zu. Ja. Du weißt ja. Ist nicht deins. Genau, du weißt ja, wenn es zu American Airlines kommt, nicht mit mir darüber sprechen. Da habe ich anscheinend eine Leseschwäche oder so. Ich weiß es auch nicht. Oder auch eine Merkschwäche. Keine Ahnung. Nein, weil bei US Airways, das ist diese Dividend-Geschichte. Und das war ja die Geschichte, wo du die Meilen kaufen konntest wie eine Hammerkranke und so billig wie eigentlich nie mehr fliegen konntest in der First Class. Ja. Und Doug Parker, der ja dann bei American Airlines ja auch CEO geworden ist, der ist ja auch nicht mehr der CEO, den kenne ich von US Airways Zeiten. Also insofern, ja. Aber mea culpa und lasst euch nicht verwirren von dem alten Mann hier. Dann gut. 19.000 Abflüge pro Tag, 170 Länder werden angeflogen. Und was auch gut ist, ist natürlich Air India, die 2014 reingekommen sind, sind natürlich auch da. Warum ist das interessant? Air India, das ist ein Thema für morgen, für die Lufthansa. Geschichte für das Lufthansa Group Update. Merkt es euch, Hinterkopf, morgen reinschauen. Dann geht's weiter. Die ITA wird von der SkyTeam konvertiert. So habt ihr auch gemerkt, wie die Starlines Asiana ja konvertiert zu SkyTeam über Korean. Logischerweise, dann gibt es halt immer wieder Gerüchte, dass anderer indischer Betreiber kommen soll und selbst die AirBaltic. Aber ich habe ein Interview mit Martin Gauss gemacht auf der Dubai Air Show im November und ich hatte ihn nochmal gefragt, glaube ich, in Brüssel war das. Allianz ist für die kein Thema, also insofern ist das eine Scheißhausparole. Aber AirBaltic wäre cool, fände ich zumindest. Man weiß es ja nicht. Manchmal entscheiden sich ja Dinge sehr schnell ganz anders. Ja. Also insofern locker bleiben. Und man hat eine neue Tagline, also eine Tagline, Mario, wie erklären wir eigentlich eine Tagline? Ist das so ein Claim? Also wie soll man das auf Deutsch erklären? Tja, was ist eine Tagline? Schaut es euch einfach an und erklärt es euch selber. Ja, also im Prinzip ist das ja immer so, es ist eine Marke und dann die Tagline ist bei McDonald's, I'm loving it oder sowas, glaube ich. Und bei Starlet. Bildmarke, kann man das so sagen? Weiß ich, ja. Es ist halt ein Claim, so, ne? Und bei der Starlines hat man jetzt gesagt, dass der Claim geändert werden muss nach 25 Jahren. Der ist Together Better Connected. Und immer ein Punkt dazwischen. Dann hat man ja auch diese biometrische Geschichte eingeführt. Hamburg ist ja der letzte, wo es jetzt geht. Man verzeichnet da ja auch so viele Anmeldungen wie noch nie, sagt man. Ich selber hatte Probleme. Hast du das geschafft, das zu machen auf Anhieb? Ja, aber vor einem halben Dreivierteljahr habe ich mich da oder noch länger schon gemeldet. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Es gab es halt noch an keinem Flughafen, an dem ich wollte. Lustigerweise habe ich es ausprobiert in Los Angeles und da funktioniert es wunderbar. Also ich finde es eine coole Geschichte. Ja, die Starlines hat Geburtstag. Darauf würde ich jetzt einen trinken, aber ich habe mein Glas irgendwie in der Küche stehen lassen. War natürlich dümmlich von mir. Ja, mein Champagner ist. Ich habe Champagner für arme Leute. Mineralwasser. Das Allianz-mäßig werden wir morgen auch nochmal gucken, ob Allianzen was sind oder ob das auf dem absteigenden Ast ist. Das nächste Thema, was wir haben, ist Boeing, Airbus, soweit so gut, LOT. Ganz genau. Mario, ja, die LOT ist doch ein bekennender Embraer-Kunde und die haben, glaube ich, Dash, die haben ja aber sehr viele Boeing, die haben ja sogar 737 MAX gehabt und 787 Dreamliner. Also insofern haben die richtig in die Scheiße gegriffen. Kann man wohl sagen. Und sie sind auch entsprechend stinkig, insbesondere bezüglich der 737 MAX, dass aufgrund der Ausfälle dort Boeing sich nicht so verhalten hat, wie die LOT es gerne gehabt hätte. Und jetzt ist man, darf man das hier ruhig sagen, ein bisschen angepisst und würde gerne oder zeigt sich offen für neue Flugzeuge alternativ von Airbus, was für Airbus sicherlich ganz gut ist, aber für Boeing wieder ein Griff ins Klo, wenn es so weit kommt. Ja, vor allem hat man ja bei LOT einfach Klage gegen Boeing erhoben, weil bei Boeing nichts passiert ist und man hat in einem Rechtsstreit für die zweijährige Ausfallphase der 737 MAX, aber auch für die 787 ist da, glaube ich, auch noch nicht alles im Reinen.
hat man einfach eine Entschädigung haben wollen. Und die bei Boeing weigern sich hartnäckig und sagen, nö, machen wir nicht. Und die Airline hat die 737 mit Garantien der US-Export-Import-Bank geleased. Die Leasingverträge haben halt einen konkreten Ausschluss von Schadensersatz für technische Mängel. Ich meine, das muss man natürlich dann auch mal geil machen. Ne? Müssten wir in Deutschland auch mit Hermes-Bürgschaften machen. Wir bürgen für irgendwas, aber wenn das Ding einfach nicht funktioniert, hast du einfach Pech gehabt. Ist einfach dumm gelaufen. Und man hat ja 2019 eine Großbestellung haben wollen von Langstreckenflugzeugen, hat die Pläne allerdings aufgrund der Krise auf Eis gelegt, weil der Lot ging es richtig dreckig in der Covid-Phase. Und jetzt hat man die 787 und die 350er verglichen. Man war auch in Warschau mit einem A220 und hat dann während der Präsentation einen fotogeshoppten A220 gezeigt, wo die Lot-Livery drauf ist. Also insofern arbeitet man mit allen Tricks und ich glaube, das wäre eine coole Geschichte, wenn die Lot ja auch eine 350er Flotte hätte und zum Beispiel dann eine 220er, 320er Flotte im Mix hätte. Die scheiß Embraer weg. Tut mir leid, aber die Embraer-Marken gehen bei mir gar nicht. Da fliege ich lieber Dash. Ich weiß, Propeller. Aber bin oft von Warschau nach Berlin mit der Dash geflogen. Also ich finde das eigentlich lustig. Und auf dem Hop ist das nicht so viel langsamer. Also, ich finde das auch faszinierend mit dem Propeller und so. Und vor allem, wenn die landet und dann die Triebwerke. Und ich finde auch geil, wenn die zum Beispiel mit der Dash, die Finnair macht das ja auch mit den ATRs, wenn die eingeparkt sind, die rollen selber nach rückwärts raus, ohne einen Pusher und alles. Das finde ich richtig geil. Ja. Was ist eure Meinung? Seid ihr so wie Mario auch traurig, dass man vom Boeing weg will? Oder seid ihr da in irgendeiner Art und Weise, hey, komm zu Airbus, Baby, lass jucken? Naja, wenn die Lot vielleicht, ist auch immer wieder mal die Gerüchteküche, wenn die Lot auch noch in die Arme der großen Lufthansa-Mutter vielleicht kommt, dann wäre eine Kontinentalflugzeugflotte von Airbus sicherlich besser, weil Boeing hat ja auch bei der Lufthansa Lufthansa hat keine Boeing mehr in der Kontflotte. Also insofern wäre das für die Harmonisierung sicherlich nicht ganz verkehrt. Naja gut, die Frage ist ja, ob die 777 wirklich kommt. Also, also es gab ja da Leute, die gesagt haben, das mit der X. Also. Und ich sag mal so, die 737 MAX 10er, wenn die nicht bis zum 31.12. in trockenen Tücher ist, dann muss da nochmal nachgebessert werden. Und vielleicht hat Boeing dafür keine Knete am Ende des Tages. Also das kann alles passieren, ne? Muss man aufpassen. Ja. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, wo man aufpassen muss. Das ist wie Rücksicht nehmen und wie einfach für die nachfolgenden Generationen schauen, dass der Planet immer noch lebenswert ist. Und die Fluggesellschaften, KLM und 15 weitere, veranstalten jetzt ein Rennen. Jetzt kann man natürlich denken, wie bei der Formel 1, das Ziel ist es, als Schnellster anzukommen. Nein, das Ziel ist es, am nachhaltigsten zu sein. Mario, möchtest du was dazu sagen, darüber das Air Race von Mac Robertson, was er 1934 einberufen hat? Ja, das ist noch was für mich. Da geht es ja nicht um Nachhaltigkeit, da ging es ja noch um Schnelligkeit. Eben, deshalb. deshalb habe ich das auch gegeben. Bei dem anderen Thema bin ich raus. Ja, ist halt so. Das ist. Ja, also im Prinzip daraus. Ja, vielleicht ist das bekannt. Das war, glaube ich, irgendwie. Der hat seine Knete in Süßwaren oder sowas, glaube ich, gemacht. Und. Hatte ein Preisgeld von 15.000 Pfund ausgelobt, wer am schnellsten von London nach Melbourne kommt. Und das war 1934 natürlich noch nicht so, dass man das Projekt Sunrise hatte, wo man sich einfach in ein modernes Flugzeug setzt und dann irgendwie nach Australien kommt. Da brauchte man noch schon ein paar Zwischenstopps. Und das war auch noch ein echtes Abenteuer, weil es gab auch noch kein GPS, wie die meisten von euch sicherlich wissen. Das war noch echte Handarbeit. Da musste man noch mit Sextanten und dergleichen navigieren und wichtigen Wegmarken. Auf jeden Fall 18.000 Kilometer und dann ging es los. Am Ende waren es, glaube ich,
Es hatten sich, glaube ich, am Anfang relativ viele Flieger, irgendwie 64 Teilnehmer aus 13 Ländern. Am Ende waren es dann irgendwie nur noch 7 Länder und 20 Flugzeuge, die sich auf den Weg nach Australien gemacht haben. Ja, so. Also wenn man sich das anguckt, ist es ja interessant, was man heute daraus gemacht hat. Man hat es einfach so gemacht, dass man die Flüge zwischen dem 1. bis zum 14. Mai abgeliefert hat. Das heißt also, man suchte sich am 7. Mai die Flüge KL0675 nach Edmonton in Kanada aus und dann die KL1713 nach Porto aus. Das eine war ein Dreamliner, das andere war eine Embraer und die waren auf den Strecken unterwegs und man hat seit Monaten in verschiedenen Abteilungen natürlich daran gearbeitet, dass die Flüge alles tun, dass man wenig Emissionen hat. Gut, ich meine, wenn die KLM das Ding natürlich rausgerotzt hat, dann müssen die natürlich auch vorlegen, ist doch logisch, oder? Also da muss man ja der Ehrlichkeit halber das sagen. Und muss man halt einfach gucken, dass das beide Flüge mit 39% nachhaltigem Treibstoff befüllt waren. Also so viel, wie gesetzlich zugelassen ist, mehr darfst du nicht tanken. Dann hat man versucht, den Flug so voll zu machen, wie es geht. Leere Sitze gab es nicht. Außerdem konnten die Reisenden der Business Class das Essen vorbestellen, was ich eigentlich eine sehr geile Geschichte finde. Damit hat man halt weniger Essen mitnehmen können und damit halt auch Gewicht und vor allem auch Porzellan gespart. Dann versuchte man die Reisen darauf hinzuweisen, also auf das vegetarische Menü, weil, und jetzt kommt's, weil natürlich, dass das umweltverträglichste ist, weil wir wissen ja alle, wenn Fleisch und so weiter drauf ist, macht das das Ganze auch noch, problematisch. Was ich spannend fand, war, dass künstliche Intelligenz auch den Wasserbedarf berechnet hat. Das wurde dann gemacht, dann wurde papierlos abgefertigt und der Sieg war nur zweitrangig. Naja, dafür haben sie aber schon sehr viel Kokolores gemacht, damit sie auch gewinnen. Ne? Ja, das stimmt. Wobei die Idee mit dem Essen, die finde ich persönlich ja, und du glaube ich auch in der Business Class ganz charmant, Lufthansa wird es wieder zu komplex sein. Aber wenn es möglich wäre, ich meine, man bucht ja sonst auch jeden Krimskrams, wenn man tatsächlich, oder man kriegt vielleicht noch einfach eine Mail von denen an und sagt, pass auf, du fliegst übermorgen hier, such dir mal hier eins der Gerichte aus. Also ich fände es super. Und man kriegt dann über das, was man wirklich haben möchte. Und man muss halt nicht doppelt und dreifach mitnehmen, um variieren zu können. Ich fänd das nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Aber viele Leute sagen natürlich, dass sie nicht wissen, was sie übermorgen essen wollen. Oder geschweige denn einen Flug, den sie im November buchen. Deshalb halt die Option, dass man bis 24 Stunden vor Abflug das eventuell in irgendeiner Art und Weise noch harmonisieren kann. Was eine Harmonisierung... Es wäre doch lecker, ein Steak und als Beilage einen schönen doppelten Hamburger und als Sättigungsbeilage vielleicht noch ein Hähnchen oder sowas. Das wäre perfekt, oder? Natürlich, Fleisch ist dein Gemüse, das ist auch in Ordnung so. Natürlich. Also wie gesagt, das wäre eine Geschichte. Man kann das auch und ich bin auch kein Kostverächter, wenn man sagen würde, wir zahlen dafür. Also das heißt, wenn man guckt, dass man dafür 20 Euro zahlt, ich meine, sorry, aber... Ich mache bei Air Baltic meine Premium Economy, wenn ich fliege, weil der Sitz im Prinzip derselbe ist, außer vom Platz her vielleicht. In der Exit Row hast du mehr Platz als... Die erste Reihe bei Air Baltic ist komischerweise sehr, sehr komfortabel. Also das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Da ist gefühlt mehr Platz als bei anderen. Okay. Stay tuned, da kommt ja noch ein Video, was aussteht. Und des Weiteren ist es so, dass die Exit Row halt dann Platz hat und dann bestelle ich mir für 10,99 € noch ein Essen. Ich meine, hey, geiler geht's nicht. Da sitzt du 2 Stunden oder sowas im Flieger oder wie auch immer und da hast du halt dein asiatisches Essen. Ich finde das lecker. Also insofern, da gibt es nichts. Jetzt müssen wir nochmal ein ernstes Thema nehmen und zwar Maskenpflicht. Die Maskenpflicht bleibt vorerst bestehen. Ich meine, ich hatte ja jetzt verkündet, die EU hat gesagt, ab Montag Maskenpflicht nicht mehr, aber es gibt Länder und dazu zählt halt Deutschland, wo das Thema nicht mehr ist. Und wenn man einfach die Maskenpflicht oder den Transportmittel sich das anguckt, dann ist das Gesetz bis zum 23. September fix. Das heißt, bis 23. September schön über den Sommer, schön eine Maske rein im Gesicht. Und das ist das, was das Infektionsschutzgesetz vorschreibt. Und das ist natürlich das Problem. Und wenn man halt guckt, dass Karl Lauterbach mit täglich bis zu 150 Corona-Toten und der hohen Inzidenz sagt, nö, fehlt der Spielraum auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten. Schwierig.
Ich meine, ja, das ist grotesk. Also du steigst ins Flugzeug ein, brauchst keine Maske bis zum Boarding und dann musst du die Maske tragen. Und wenn du aussteigst, hast du kein Boarding. Aber wenn du mit Air Baltic fliegst, brauchst du keine Maske, brauchst aber bei Lufthansa eine Maske für dieselbe Strecke. What the fuck? Ja, du kommst in den USA an mit Lufthansa, mit Maske, steigst auf Connecting Flight, brauchst keine Maske. Kommst von einem kleineren US-Flughafen oder auch einem größeren mit einer US-Airline, hast keine Maske, steigst in die Lufthansa-Maschine an einem Flughafen, setzt wieder eine Maske auf. Kommt in Frankfurt an, setzt am Flughafen wieder ab. Das ist doch alles nicht mehr nachvollziehbar. Also Maske ja, aber dann alle, Maske nein, dann auch alle. Kann ja jeder freiwillig natürlich eine tragen. Ich meine, es gibt ja keinen Zwang, auch bei den anderen Fluggesellschaften keine Maske zu tragen. Aber dieses Hickhack und am Flughafen, wie gesagt, musst du auch keine tragen, das ist doch nicht mehr nachvollziehbar. Also das bringt ja auch tatsächlich nichts mehr, wenn der Connecting Flight dann ohne Maske ist. Das ist also entweder alle mit Maske oder halt die Maskenpflicht fällt. Und innerhalb von Europa, wie gesagt, wenn manche Fluggesellschaften schon richtig sagst, Herr Baltic keine Maske, dann machst du denselben Flug mit Lufthansa mit Maske. Also das kannst du noch keinem mehr erklären. Also und wie gesagt, wer freiwillig eine aufsetzen mag, ist ja eingeladen, das zu tun. Mache ich dann vielleicht auch. Aber diesen Zwang, den kann man doch wirklich nicht mehr den Leuten vermitteln. Ja, also ich kann jetzt nur eine Sache mal kurz zitieren. Und zwar ist das die UFO, das ist die Vereinigung der Flugbegleiter. Und zwar heißt das ganz genau UFO halt, also die Gewerkschaft der Flugbegleiterinnen, ja, Flugbegleiter, so ist es ja. Und da wird sich halt mokiert, dass man halt einfach nicht über die Sicherheit sich der Flugbegleiter Gedanken macht. Und da wird halt gefordert, und zwar folgendes: Der Arbeitgeber ist grundsätzlich in der Verantwortung für Sicherheit für sein Flugpersonal zu gewährleisten. Darunter fällt auch die Bereitstellung von medizinischen Masken sowie Desinfektionsmaterialien, welche die Arbeitnehmerinnen uneingeschränkt nutzen können. Also das heißt, dass selbst die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nicht mehr die Maskenpflicht fordern, sondern nur einfach, dass wer die Maske tragen will, soll sie tragen. Und so ist es. Und das finde ich eigentlich ist der richtige Weg. Ich meine, Leute, jetzt mal unter uns, wir haben ja mittlerweile festgestellt, dass man sich da entweder nur selber schützt, und das geht ja mit der FFP3, glaube ich sogar, ne? FFP2, FFP3, die ist ja relativ dicht, oder habe ich das falsch? Ja, nein, FFP2 schon gut. Ja, insofern denke ich, dass das ein richtiger Ansatz ist, und wer das unbedingt tragen möchte, soll es tun. Arbeitsschutzmäßig ist es auch nicht indiziert in meinen Augen, weil du kannst es halt tragen. Insofern Thema durch, abwarten, was der Herr Wisse, glaube ich, heißt der Kollege, ne? Und der lustige Karl Lauterbach. Wissing. Wissing. Ach nee, Wissel war von der CDU, ne? Es gab doch mal einen Wissel-Verkehrsminister, oder? Wissing ist FDP. Aber es gab mal einen Wissel, der war. Der hieß. Nicht Wissel. Ach Gott, jetzt komm. Ah, ich komme nicht drauf. Wissmann. Wissmann, genau. Genau, war Wissmann, der ist doch jetzt untergekommen als Sprecher vom Automobilverband oder sowas oder so Quatsch, ne? Ja, das ist da schon lange nicht mehr. Aber auch mit W. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, macht das und Haken drunter, finished. Thema durch. Wenn ihr unbedingt im Herbst das wieder machen wollt, dann ist das Wetter auch wieder beschissen. Dann kriegst du ja nicht Stabatmung, wenn du 2 Meter läufst. Ich kann jetzt nur sagen, ich bin am Ende mit der heutigen Folge, Mario. Du auch? Ja, dann bin ich wohl auch mal am Ende. Ja, dann sagen wir nochmal danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der heutigen Geburtstagsfolge für die Star Allianz, 25 Jahre. Danke, dass ihr uns heute wieder verfolgt habt, dass ihr uns ertragen habt. Ich hoffe, dass das mit dem Ton wird. Ich muss noch mal ein bisschen hier am Echo arbeiten. Und nichtsdestotrotz abonnieren, Glocke an, Like da lassen und kommentieren. So läuft das. Kommentieren. Also, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder raus. Bis dann. Ciao.